Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute, wie man beim Nooking kraus rechts arbeitet. Wie der Anschlag geht, findet ihr in einem weiteren Video in meinem Kanal. Nachdem die Maschen also auf der Nadel liegen, zieht man diesen Hilfsfaden durch, bis alle Maschen auf dem Faden liegen, und wendet dann die Arbeit. Die erste Masche hebt man ab, also den Arbeitsfaden vor die Arbeit legen, dann die Masche abheben, den Faden dann nach hinten nehmen und nun die Maschen abhäkeln. Einstechen, abhäkeln. Das ist schon alles. So arbeitet man in der Hinreihe und auch in der Rückreihe, wie man das eben auch beim kraus rechts stricken gewohnt ist. Wie man sieht, geht das ganz leicht. Am Ende zieht man dann diesen Hilfsfaden raus und zieht ihn in die neue Masche nach. Wieder abheben, die erste Masche, den Faden nach hinten nehmen und schon geht's wieder los. Man hat hier also den Vorteil, dass man durch diesen Haken den Faden wesentlich besser fassen kann als wie beim Stricken. Und wieder den Hilfsfaden zunächst herausziehen und in die neuen Maschen nachziehen. Weitere Muster zu diesem Thema findet man in meinem Kanal oder auch in dem Buch Hetnat Goes Nooking, Erscheinungstermin Oktober 2013. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. So sieht also dann das Maschenbild aus. Die Randmasche legt sich sehr schön, gibt ein schönes, lockeres Maschenbild. Ich wünsche euch viel Spaß damit.